Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer großen UFC-Story. Heute erzähle ich euch, wie die UFC es geschafft hat, aus den Dark Days herauszukommen, also aus den Zeiten, in denen sie in fast allen US-Bundesstaaten verboten war. Außerdem erfahrt ihr, wie Dana White in die UFC gekommen ist und wie ein einziger Kampf die Organisation gerettet hat. Also, viel Spaß! There was no referee, there was nothing. It was terrible. Die Dark Days der UFC begannen. McCain war so einflussreich, dass die UFC in 36 von 50 US-Bundesstaaten verboten und aus den meisten TV-Programmen gestrichen wurde. 2016 war übrigens New York der letzte Staat, der das Verbot zurücknahm. Sogar der damals lukrative Verkauf von UFC-Videos war verboten. Und so brachen die wichtigsten Einnahmequellen Stück für Stück weg. Die UFC reagierte, indem sie die Zusammenarbeit mit den staatlichen Sportkommissionen verstärkte und Schritt für Schritt ein Regelwerk einführte, um sich vom Image des brutalen Straßenkampfes zu entfernen. It was terrible. Bei UFC 12 wurden erstmals Gewichtsklassen eingeführt. Bei UFC 14 das Tragen von Handschuhen obligatorisch und bei UFC 15 Kopfstöße, Tiefschläge und Schläge gegen den Hinterkopf und Tritte gegen einen am Boden liegenden Gegner, also die sogenannten Soccer Kicks, verboten. Bei UFC 21 wurden dann sogar 5 Minuten Rundenzeiten eingeführt. So konnte die staatliche Sportkommission überzeugt werden, die UFC nicht komplett zu verbieten. Und 2000 fand mit UFC 28 in Atlantic City, New Jersey, die erste staatlich genehmigte UFC-Veranstaltung statt. Mit dem einheitlichen Regelwerk, den Unified Rules, die bis heute immer wieder mit neuen Regelungen zum Schutze der Kämpfer aktualisiert werden. Trotzdem stand die UFC wegen der Verbote in vielen Bundesstaaten und der fehlenden Einnahmen aus TV-Verträgen immer mit dem Rücken zur Wand und kurz vor dem Bankrott. Und hier kam Dana White ins Spiel. Er lernte die UFC als Manager der MMA-Legende Tito Ortiz und Chuck Liddell kennen. Er war fasziniert von den Events und erkannte sofort das riesige Potenzial. Er fand heraus, dass die Macher in finanziellen Schwierigkeiten steckten. I called up Frank and Lorenzo, they were in Miami at the time, and I called them up and said, you know what, I think we could buy this thing. And a month later we owned the UFC for $2 million. White wurde Präsident der Organisation. Dana White, President of the Ultimate Fighting Championship. Dana, congratulations on your first show. That's got to feel good. Thank you very much, James. I appreciate it. We're very excited. We got a sellout crowd here, 5,000 people, revved and ready to go. 2001 wurde die SUFA LLC, italienisch für Rauferei, gegründet. Da Lorenzo Fertitta als ehemaliges Mitglied gute Beziehungen zur Nevada State Athletic Commission hat, erhielt SUFA die staatliche Genehmigung, in Nevada UFC-Veranstaltungen abzuhalten. Und so wurde Las Vegas das neue Zuhause der UFC und der Grundstein für das millionenschwere Imperium war gelegt. Schon 2001 gelang es den Brüdern Fertitta, die UFC wieder ins lukrative Pay-Per-View-TV zu bringen. UFC 33 mit Tito Ortiz, Chuck Liddell und Matt Serra war der erste Event der Brüder. Damit stieg die Popularität des Sports wieder an. UFC 40 mit Tito Ortiz gegen Ken Shamrock erreichte 140.000 Pay-Per-View-Käufe und damit wieder das Level, das sie 1997 hatten, bevor sie aus dem Geschäft gedrängt wurden. Shamrock war zwischendurch ein erfolgreicher Wrestler bei der WWE und sollte mithelfen, den Sport weiter in Richtung Mainstream zu entwickeln. I'm gonna beat you into living death. Der Plan ging auf. Das erste Mal berichteten auch Massenmedien wie ESPN oder USA Today über den Event. Trotzdem war die UFC immer noch ein massives Verlustgeschäft. Bis 2004 hatten sie 34 Millionen US-Dollar Verlust angehäuft. Obwohl damals schon Namen wie Anderson Silva, George St. Pierre und Nick Diaz unter Vertrag waren. I'm the one that wanted to do this. And now I just lost my friends 30-something million bucks. Because at that time, we were probably in 30 to 30-something million. Der ganz große Durchbruch in den Mainstream kam dann durch Fertittas Idee zu einer UFC-Reality-Show. Das Konzept war so einfach wie genial. Junge, vielversprechende Fighter wurden in einem Haus zusammengepfercht, trainierten zusammen, lebten zusammen
und traten im Turniermodus gegeneinander an. So lernten die Zuschauer die Kämpfer kennen und bekamen gleichzeitig den Sport erklärt. Das Ganze wurde garniert mit viel Zoff und Drama im Haus. Als die Fertidas Spike TV anboten, die Produktionskosten aus eigener Tasche zu zahlen, war ein Abnehmer gefunden. Die Coaches der ersten Staffel waren die Stars Randy Couture und Chuck Liddell. Der Gewinner der ersten Staffel, der charismatische Forrest Griffin, wurde als Sympathieträger zum Star der UFC. It was the gateway to fighting for a living and not working. Griffin, ein ehemaliger Politikwissenschaftsstudent, arbeitete als Polizist und war neben seiner lässigen Art und seinem draufgängerischen Fightstyle damit auch für die Massenmedien gut zu vermarkten. Beim TUF-Finale besiegte er Stephen Bonner, einem weiteren späteren UFC-Star, in einem packenden Duell nach Punkten. Die Bilder, wie ein blutender Griffin seinen Sieg feiert, gingen um die Welt. Stephen and Forrest beat the ever-living out of each other. Dana White geht sogar so weit zu sagen, dass die erste TUF-Staffel die UFC vor dem Bankrott gerettet hätte. We knew we made it. Jetzt stiegen die entscheidenden Pay-Per-View-Zahlen unaufhaltsam in die Höhe. Allein im Jahr 2006 kamen weit über 222 Millionen US-Dollar Einnahmen nur aus den Pay-Per-Views zusammen. Mehr als im Wrestling oder Boxen. Der Hype-Train um die UFC war nicht mehr zu stoppen und es war klar, dass die Fertitta-Brüder den lukrativsten Deal ihres Lebens abgeschlossen hatten. Es begannen die goldenen Zeiten für die UFC, die einige der größten Kämpfer und legendärsten Schlachten der Geschichte des MMA hervorbrachten. Viele davon werden wir euch im Laufe der Zeit auf diesem Kanal vorstellen. Am 27. März 2007 gelang Sufa dann ihr bis dato größter Coup. Der Kauf ihres größten Konkurrenten, der japanischen Pride Fighting Championships. Pride FC war viele Jahre die führende MMA-Liga der Welt. Doch damit war die Shoppingtour des Unternehmens nicht vorbei. Mit gut gefüllten Kriegskassen kauften sie weitere große Konkurrenzveranstalter auf. Wie die legendären Strikeforce oder die WEC mit ihren Champions Jose Aldo und Dominic Cruz. Am 11. Juli 2016 verkaufte Sufa die UFC an die WME IMG für schlappe 4,025 Milliarden US-Dollar. Nicht schlecht für ein Unternehmen, was sie 15 Jahre zuvor für gerade mal 2 Millionen gekauft hatten. Das war unser Video zu den Anfängen der UFC. Die Geschichte der MMA Champions League ist so spannend und vielseitig, dass wir noch weitere Videos in dieser Art für euch geplant haben. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert und auf die Glocke drückt, supportet ihr nicht nur uns und damit die gesamte deutsche MMA-Community, ihr verpasst außerdem keines unserer Videos mehr.